Das Elternkindzentrum der Arbeiterkammer Vorarlberg wurde gemacht, damit die Kinderbetreuung der Besucher der Arbeiterkammerkurse in dieser Zeit weiterhin gegeben ist. Passend also zum Thema Familie. Herr Hämmerle, wir sprechen heute über das Thema Familie. Was für Angebote gibt es speziell von der Arbeiterkammer genau in diesem Bereich? Die Arbeiterkammer Vorarlberg hat vor circa 2 Jahren ein Büro für Familien- und Frauenfragen eröffnet. Der Ansturm ist groß. Wir mussten dieses Jahr die Mannschaft verstärken. Es waren in den letzten 2 Jahren circa 2000 Menschen hier, um sich hier beraten zu lassen. Das Familienthema, das Frauenthema ist ein sehr komplexes, ist übergreifend über mehrere Rechtsthemen. Und deshalb haben wir dieses Büro gegründet, damit die Frauen nur zu einer Person umfassende, bei einer Person umfassende Beratung bekommen. Ist es nur ein Thema für Frauen oder auch für Männer? Natürlich ist es auch ein Thema für Männer. Es geht hier um Vereinbarkeit von Beruf und Familie und hier sind wir Männer genauso gefordert. Wir haben uns genauso darum zu kümmern, dass wir Zeit für unsere Partnerinnen haben, aber natürlich auch sehr viel Zeit mit unseren Kindern verbringen können. Sie haben es gerade angesprochen, das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wieso ist diese so wichtig? Es ist deshalb wichtig, weil es soll die Wahlmöglichkeit gegeben sein, dass sich eine Familie aussuchen kann, die Entscheidung selbst treffen kann, ob sie ihre Kinder zu Hause betreut oder wenn es beruflich diese Anforderung hat, dass die Kinder außerhalb betreut werden. Hier brauchen wir gute, kompetente Betreuungseinrichtungen und das ist auch Aufgabe als Sozialpartner, dies zu fordern. Aktuelle Debatte momentan in den Medien überall gepusht, dass die Frauen gleich viel verdienen sollten wie die Männer. Wie stehen Sie dazu? Also das ist nicht eine aktuelle Debatte, das ist eine Debatte, die wir schon lange führen. Es ist auch unsere Aufgabe, vor allem auch die Aufgabe des ÖGBs, dazu zu schauen, dass Frauen für gleiche Leistung gleich viel bekommen wie Männer. Dieses Thema ist natürlich nicht nur bei Frauen und Männern wichtig, wenn zwei Menschen an einem Arbeitsplatz sitzen, dann die gleiche Leistung bringen, dann sollen auch beide gleich viel verdienen. Aber es ist heute ganz schwierig, weil Frauen durch die Auszeit, die sie bei der Kinderbetreuung nehmen, dann einfach schlechtere Chancen haben, sich weniger weiterentwickelt haben, weniger Jobchancen haben und dadurch in Berufen landen, wo man weniger verdient. Hier ist eine große Aufgabe, die wir alle miteinander zu bewältigen haben. Gerade in der Erziehungsphase der Frau bietet die Arbeiterkammer aber auch Kurse an, die sie nebenher so machen können. Natürlich, das ist ganz wichtig. Die Phase, in der man zu Hause ist, soll eben genutzt werden, um den Anschluss nicht zu verlieren. Hier soll Weiterbildung gemacht werden, um auf dem Stand der Technik zu bleiben, die Entwicklung mitzumachen und dann wieder gerüstet sein, um in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Und dadurch ist ja auch der Anspruch von uns gekommen, wir wollen, dass die Frauen Weiterbildung machen in der Betreuungsphase. Deshalb gibt es die Kinderbetreuung bei uns in der Arbeiterkammer. Gibt es abgesehen von der Kinderbetreuung und von dem Büro, gibt es sonst noch spezielle Angebote? Ja, es ist unsere Aufgabe, natürlich Grundlagenarbeit zu machen, um dann aus Studien die Forderungen, die am Arbeitsmarkt wichtig sind, die Forderungen, die die Frauen brauchen, eben auch zu platzieren. Ein Angebot, das wir machen, vor allem bei alleinerziehenden Frauen, die eine sehr hohe Belastung haben, Dreifachbelastung durch Beruf, Familie und den Haushalt, haben wir ein Angebot. Es gibt einen Erholungsurlaub für alleinerziehende Frauen, den wir für die Frauen anbieten. Das eine Thema ist, man muss es anbieten. Das andere Thema ist, dass die Personen, für die es angeboten wird, auch dieses so annehmen. Wird es angenommen? Es wird sehr gut angenommen. Wir haben sehr viele Frauen, die Angebote der Arbeiterkammer nutzen. Das sehen wir im Büro für Frauen- und Familienfragen. Das sehen wir aber genauso auch bei solchen Erholungsmaßnahmen. Es wird angenommen. Wichtig ist, dass die Frauen informiert sind, dass sie es wissen. Das machen wir über unsere eigene Zeitung, über die AK-Zeitung Aktion. Hier erfahren die Menschen und hier im Speziellen die Frauen und die Familien, was für ein Angebot die Arbeiterkammer Vorarlberg anbietet.